Moin Leute, mein Name ist Klaas und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Fotos mit eurem iPhone bearbeiten könnt. Hierzu nutze ich drei tolle Apps, mit denen ich regelmäßig meine Fotos bearbeite. Als erstes zeige ich euch eine App, die wirklich jeder besitzt, der ein iPhone hat, und zwar die Bearbeitungsfunktion der Fotos App. Es ist wirklich unglaublich, wie viel ihr jetzt schon mit dieser App machen könnt. Sie bietet viele Funktionen und ist schon ziemlich mächtig. Als zweites zeige ich euch die kostenpflichtige Lightroom-App von Adobe, mit der ich zum größten Teil meine Fotos bearbeite. Die App bietet die Möglichkeit, mit eurem iPhone Fotos im RAW-Format zu schießen. Und als drittes die VSCO-Cam mit kostenpflichtigen Zusatzfunktionen. Diese App hat einfach nochmal eine ganze Palette an Funktionen, auf die ich besonders gerne zurückgreife für Social-Media-Inhalte, wie zum Beispiel Instagram und Co. Wenn euch mein Video gefällt und ihr euch für Themen rund um nützliche Technik interessiert, dann solltet ihr meinen Kanal abonnieren, um kein Video zu verpassen. Dieses Video ist ein weiterer Teil meiner Reihe iPhone-Fotografie mit Klaas Klar. An dieser Stelle wollte ich mich ganz recht herzlich bei allen bedanken, die meinen Kanal bis jetzt abonniert haben und meine Videos regelmäßig gucken. Ich habe jetzt endlich auch meine eigene URL bei YouTube. Vielen Dank dafür. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So Leute, dann fangen wir jetzt mal an mit der ersten App. Möchtet ihr Fotos ganz einfach mit eurem iPhone bearbeiten, ohne zusätzliche Apps herunterzuladen? Dann könnt ihr das ganz einfach tun mit der Standard-Bearbeitungsfunktion eurer Fotos-App. Es ist wirklich krass, wie viele neue Funktionen hinzugekommen sind. Apple muss da ganz schön viel Arbeit in letzter Zeit reingesteckt haben. Hierzu müsst ihr einfach die Fotos-App öffnen und euch dann ein Foto heraussuchen, welches ihr bearbeiten möchtet. Ach so, bevor ich es vergesse, ich habe jetzt hier kein Foto im Porträtmodus geschossen, weil ich genau diese Funktionen und die Bearbeitung dazu in einem extra Video zeigen wollte. Wenn ich nämlich ein Foto im Porträtmodus schieße, kommen noch zusätzliche Bearbeitungsfunktionen hinzu. Also, ich war gerade im Urlaub und habe hier dieses Foto geschossen. Das wähle ich jetzt einfach aus und drücke hier oben auf Bearbeiten. Hier werden uns jetzt verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten angezeigt. Ich möchte das Foto etwas farbenfroher haben und gleichzeitig die Stängel im Vordergrund vom Hintergrund abheben. Einmal haben wir hier die Option, das Bild automatisch bearbeiten zu lassen. Das könnt ihr machen, wenn es schnell gehen soll, aber generell bekommt ihr mehr aus euren Fotos heraus, wenn ihr sie selbst bearbeitet. Ihr könnt da einfach mal draufdrücken und schauen, ob ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Wenn nicht, einfach nochmal auf den Zauberstab drücken und das automatische Bearbeiten wird rückgängig gemacht. Abgesehen davon macht es auch einfach viel mehr Spaß, das Foto selber zu bearbeiten. Ich gehe jetzt einfach mal die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten Schritt für Schritt durch, um das Beste aus meinem Foto herauszuholen. Als erstes haben wir die Belichtung. Wenn euer Foto zu dunkel ist, könnt ihr es hier ein bisschen heller machen. Wichtig ist nur, dass hier das Bild nicht überbelichtet wird, denn dann gehen Bildinformationen verloren und ihr habt an bestimmten Stellen, zum Beispiel hier, einfach nur weiß. Mit der Brillanz des Bildes bin ich soweit zufrieden. In diesem Fall würde es mir nur den unteren Bereich des Bildes verdunkeln. Als nächstes kommen die Glanzlichter. Hierbei gehe ich ein bisschen in den Minusbereich, um die Struktur der Wolken sichtbarer zu machen. Ihr könnt übrigens eure Effekteinstellungen prüfen, indem ihr auf die Effekttaste drückt. So könnt ihr das Vorher-Nachher-Ergebnis sehen. Gehe ich jetzt hier einen weiter, kommen wir zu den Schatten. Scrollt ihr nach links, könnt ihr diese verstärken. Ich mache das jetzt mal hier ein ganzes Stück, so. Die unterschiedlichen Farben sind in diesem Fall schon sehr gut sichtbar. Den Kontrast lasse ich daher mal auf 0 stehen. Seid ihr mit der gesamten Helligkeit des Bildes unzufrieden, könnt ihr hier an dieser Stelle euer Foto aufhellen. Die nächste Option sind Schwarzpunkte. Hier werden die einzelnen schwarzen Stellen im Foto verdunkelt oder erhellt. Um einen bisschen stärkeren Kontrast zu den Stielen zu erzeugen, stelle ich den Regler hier ein bisschen hoch. Nun haben wir jetzt hier die Sättigung, die ich nur leicht anhebe.
Da ich jetzt schon die Sättigung eingestellt habe, werde ich die Lebendigkeit einfach genauso lassen. Ist euch euer Foto zu blass, könnt ihr einen gelben Schein durch Veränderung des Wärmereglers anwenden. Diese Funktion nutze ich aber ehrlich gesagt nie. Ich bin mit der Farbgebung des Bildes zufrieden. Habt ihr jetzt aber ein Bild mit einem Farbstich, könnt ihr an dieser Stelle den Fehler beheben durch Veränderung des Farbtons. Jetzt kommen wir zu ziemlich coolen Einstellungsmöglichkeiten, die ich zuvor nur von Lightroom kannte. Ihr könnt die Schärfe des Bildes verstärken. Hierbei werden Konturen von Objekten noch einmal nachgezogen. Passt bei diesem Bild besonders gut, um die Stängel noch stärker vom Hintergrund abzuheben. Bei der Einstellung Auflösung müsst ihr aufpassen, den Regler nicht zu hoch zu drehen, um das Foto nicht überbearbeitet aussehen zu lassen. In diesem Fall lasse ich zum Beispiel den Regler auf 0 gestellt. Habt ihr viele Störungen im Bild, könnt ihr mit der Einstellung Störungen reduzieren und die Kontur somit leicht verwischen lassen. Die letzte Funktion ist die Vignettierung. Hierbei wird der Außenbereich verdunkelt oder erhellt. Jedoch empfehle ich euch hier, den Regler nicht bis zum Anschlag zu drehen, da ihr bereits mit kleineren Veränderungen des Reglers einen großen Effekt auf euer Foto erzielen könnt. In meinem Video darüber, wie ihr die Kamera des iPhones richtig einstellt, hatte ich ja gesagt, dass ihr Filter lieber nach dem Fotografieren auf eure Fotos anwenden solltet. Genau diese Filter stehen unter der Kategorie zur Verfügung. Hier könnt ihr nicht nur Filter aussuchen, sondern ihr könnt auch die Intensität einstellen. Zu guter Letzt könnt ihr eure Fotos noch ausrichten. Neben dieser Möglichkeit könnt ihr aber auch die Seitenverhältnisse anpassen oder das Bild verzerren. Hierzu könnt ihr zum Beispiel oben rechts in die Ecke klicken und das Seitenverhältnis von Videos 16:9 nutzen. Ich lade die ganzen Bilder, die ich in diesem Video bearbeite, auch nochmal bei Instagram hoch. Ich würde mich natürlich dafür interessieren, ob ihr mit meinen Videos auch überhaupt etwas anfangen könnt. Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Also, wenn ihr ein Foto nach meinen Angaben bearbeitet habt und es bei Instagram hochladet, könnt ihr mich entweder darauf verlinken oder ihr benutzt den Hashtag #ClassTakeALook und ich schaue mir das Foto dann an. So, als nächstes schauen wir uns die Lightroom-App von Adobe an. Lightroom gilt als Standard in der Fotoindustrie und ich bin froh, dass es solch einen Funktionsumfang fürs iPhone bietet. Ich werde jetzt aber nicht ins Detail auf alle Einstellungen eingehen, weil das einfach zu lange dauern würde. Wir öffnen jetzt hier mal Lightroom. Wie ihr hier seht, sind all meine Fotos, die ich mit meinem iPhone geschossen habe, in meiner Lightroom-Mediathek synchronisiert. Das Tolle an Lightroom ist, dass es die Möglichkeit bietet, Fotos in RAW mit eurem iPhone zu schießen. Somit bietet die App eine eigene Kamerafunktion mit vielen Einstellungsmöglichkeiten. Durch das RAW-Format hat euer Foto mehr Bildinformation und ihr könnt es besser bearbeiten. An dieser Stelle muss ich aber auch sagen, dass viele andere Apps die Möglichkeit bieten, mit eurem iPhone Fotos im RAW-Format zu schießen. Ihr seht jetzt schon auf den ersten Blick, es gibt nochmal viel mehr Einstellungsmöglichkeiten als bei der Standard-iPhone-App zuvor. Es sind zwar ähnliche Einstellungen, jedoch noch einmal viel detaillierter. Über Lightroom kann ich jetzt direkt auf meine Fotos zugreifen. Nehmen wir mal hier dieses Foto. Bei diesem Foto würde ich jetzt gerne die Wolken etwas herausstechen lassen, da der Blick in die Weite gerichtet ist. Das Letztere habe ich ja schon durch die Perspektive erreicht. Als erstes bearbeite ich das Bild jetzt im Allgemeinen. Hierzu gehe ich unter Licht zu Belichtung und stelle dieses ein bisschen runter. Den Kontrast erhöhe ich minimal auf, sagen wir mal, +7. Die Lichter möchte ich stark reduzieren, um den Schein in den Wolken zu verringern. Die Tiefen verstärke ich und dann drehe ich noch die Schwarzwerte ein wenig herunter. Als nächstes kommen die Farben. Hier passe ich die Temperatur an.
Ein bisschen kälter soll es wirken und dann noch eine leichte Dynamik und Töne. Ich verstärke erst die Struktur und Klarheit minimal und zum Schluss den Dehaze-Effekt, der besonders gut bei RAW-Fotos nutzbar ist. So, jetzt sieht das Bild ziemlich überbearbeitet aus. Um das zu ändern, lege ich als letztes eine Maske auf den unteren Teil mit den Hügeln. Hierfür drücke ich auf Selektiv und wähle den Pinsel aus. Die Maske ist jetzt ausgewählt und ich stelle die Belichtung ein. Jetzt bin ich mit dem Bild zufrieden und kann es über Bereitstellen in meine Fotos Mediathek exportieren, um das Bild nun wieder ganz normal zu verwenden. Lightroom ist wirklich eine super App, um Fotos zu bearbeiten und definitiv ihr Geld wert. Ich schaue mal, wie die Resonanz für dieses Video ist. Wenn Interesse besteht, würde ich dann nochmal extra zu Lightroom ein Video machen. Die letzte App, die ich euch zeigen möchte, ist die sehr bekannte VSCO-App. Genauso wie Lightroom bietet die App die Möglichkeit, Fotos im RAW-Format zu schießen. Wenn wir jetzt hier mal ein Foto auswählen, habt ihr direkt am Anfang die Möglichkeit, verschiedene Presets zu verwenden. Habt ihr ein passendes gefunden, könnt ihr wieder auf das Preset drücken und nun könnt ihr hier die Intensität einstellen. Ich lasse das hier jetzt mal auf voller Intensität. Neben den Funktionen, die ich bereits in den ersten Anwendungen erklärt habe, bietet VSCO ziemlich coole Zusatzeinstellungen, für die ihr aber die kostenpflichtigen Funktionen nutzen müsst. Ihr könnt hier euren Bildern verschiedenfarbige Rahmen geben und euch kreativ austoben. Mein Bild hier hat jetzt mehrere gelbe Akzente. Um diese hervorzuheben, nehme ich genau das Gelb als Hintergrund. Jetzt kann ich noch mit der HSL-Funktion einzelne Farben verstärken und somit das Augenmerk noch mehr auf die Fahne lenken. Besonders gut finde ich, dass ihr eure einzelnen Arbeitsschritte sehr übersichtlich rückgängig machen könnt, obwohl solch eine Funktion natürlich auch die anderen beiden Anwendungen bieten. Zum Schluss möchte ich das Foto noch in einer Fotomediathek speichern. Hierzu müsst ihr auf die drei Punkte drücken und das Foto exportieren. Das waren jetzt meine Lieblings-Apps, um Fotos mit dem iPhone zu bearbeiten. Wie gesagt, wenn ihr ein Foto bei Instagram hochladet mit dem Hashtag ClassTakeALook, schaue ich mir euer Foto an. Ich heiße übrigens Klaas_Klar. Wenn ihr noch mehr über die Fotografie mit dem iPhone lernen wollt, zum Beispiel wie ihr einen tollen Winkel für ein Foto findet oder die iPhone-Kamera richtig einstellt, dann könnt ihr euch gerne noch meine anderen Videos zu dem Thema anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.